Also meine 6-jährige Hündin, die entfernt sich nach hinten so sehr weit. Mhm. Wenn ich die rufe, dann kommt die aber in einem wirklich gemütlich und wir warten und warten und warten. Ja. Die ist zu weit hinten, ja. Aber ich habe mir sagen lassen, nach hinten korrigieren wir nicht. Richtig. Deshalb habe ich nie nach hinten korrigiert, ja. Aber die ist mir viel zu weit hinten. Ja. Also, pass auf. Wo fange ich an? In der Regel, diese Hunde, die sich so nach hinten zurückfallen lassen, das ist auch wieder ein ganz bestimmter Typus Hund. Das ist nämlich der Typus Hund, der sich grundsätzlich hinter den Menschen mal wohlfühlt. So. Ich sage, wenn der Hund hinter dir keinen großartigen Blödsinn baut, in Gottes Namen lass ihn doch da hinten laufen. Lerne selber mal stehen bleiben, hilft auch mal auf dem Spaziergang. Ja, mal stehen bleiben, mal zur Ruhe kommen, mal warten, bis das Tier da hinten fertig ist. Ja. Wenn da hinten kein Blödsinn passiert, warum sollte ich da etwas ändern? Aber es kann ja auch sein, es nervt dich einfach und du sagst, möchte aber gerne was verändern. Dann gibt es genauso wie für das nach vorwärts gehen, gibt es Maßnahmen, die du ergreifen kannst. Und zwar sehen die folgendermaßen aus. Die erste Geschichte ist, dass du dir angewöhnst, du läufst und du merkst ja, sie ist hinter dir, einen Schulterblick zu machen und mal eine Distanz festlegst, ne, wo du sagst, okay, also ne, wenn sie 3 Meter hinter mir ist, ist es noch okay, aber 4 ist mir zu weit. Das heißt, du guckst nach hinten, siehst, der Hund ist 4 Meter weg. Dann ist deine erste Maßnahme, dem Hund zu sagen, einfach motivierend wirklich. Und da darf man zum Beispiel gerne den Namen aussprechen. Warum? Weil das Ganze von hinten nach vorn läuft. Das heißt, ich bringe den Hund über das Konditionierte ins Vorwärtsdenken, was ich ja in dem Fall haben will. Ja, ich sage also Schnuckelchen, auf geht's. Jetzt hat Schnuckelchen 2 Möglichkeiten. Sagen, okay, ich komme, Mutti, dann ist alles gut. Oder sie sagt, ich habe aber gerade noch Termine, die sind noch wichtig. Dann kommt nach dieser Aufforderung zum Mitlaufen die nächste Maßnahme. Stell dir vor, das ist dein Hund, du hast gesagt, Flocki, komm mit. Und Flocki sagt, nee. Hab noch was zu tun. Die nächste Maßnahme, ganz ruhig und nett, das ist wichtig, nicht, ne? Gehe ich um den Hund einmal herum, greife ihm ins Halsband oder Geschirr und sage nochmal freundlich, auf geht's, komm mit. Jetzt hat der Hund wieder die Möglichkeit mitzukommen, ja? Oder sagt, ich habe aber immer noch Termine, ja? Hat er immer noch Termine, gehe ich noch einmal um ihn herum, gehe in dem Fall aber hinter ihn, ja, und schubst ihn einfach mal ein bisschen vorwärts. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass wir beobachtet haben, dass wenn du eine Hundegruppe dir anschaust, auch da gibt es welche, die fallen zurück. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass in der Regel ein anderer Hund aus dieser Gruppe den Auftrag kriegt, den zu holen. Hunde machen das einfach, indem sie den umkreisen, in der Regel im Uhrzeigersinn. Also wenn Hunde etwas mitnehmen, etwas Bindendes, Einbindendes tun, dann tut sie es in der Regel im Uhrzeigersinn. Und dann auf Höhe des anderen ziehen die das Tempo ein bisschen an. Und das veranlasst denjenigen meistens schon zum Mitlaufen. Ja? Da wir Menschen das so perfekt nicht hinkriegen, habe ich halt gesagt, gut, als letzte Stufe gehen wir eben hinter den Hund und ne, schieben den so ein bisschen an. Und du gehst ihm, Das kann man nicht anders sagen, ja. Du gehst ihm einfach mal eine Weile ein bisschen damit auf den Keks, dass du eben nach einer gewissen Distanz immer wieder sagst, auf geht's, komm mit. Aber nochmal, wenn der Hund nach hinten raus keinen Blödsinn macht, gibt es keine Veranlassung, das zu tun. Ja, lass die Hunde in Gottes Namen da hinten laufen. Das ist natürlich blöd. Hat man einen Hundetypus, der fühlt sich da in 3 Meter vor mir wohl und einen 10 Meter hinter mir. Ich weiß, man kommt sich ein bisschen doof vor, aber glaubt mir, den Hunden geht so besser, als wenn wir ständig irgendwie an ihnen rumfuddeln wollen. Ja. Okay, danke schön.